So, moin moin Leute und willkommen zurück zu Let's Play Tales of Symphonia. Das letzte Mal sind wir ein bisschen in die Wüste gegangen und wurden in Treat von den Designs gefangen genommen, beziehungsweise Lloyd wurde gefangen genommen. Und ich muss jetzt irgendwie gucken, wie ich hier aus diesem scheiß Haus rauskomme. Ach, bleib doch da, du Arsch. Komm her. Hier, komm. Put. Danke. Nur noch an den anderen gescheit rankommen. Das wird so nix. Ja, so viel dazu. Oh, fuck it. Nein, lasst mich in Ruhe. Danke. Ist ja nicht so, als könnte ich sie nicht besiegen, aber... Oh, komm schon. Ja, gut, so nicht. Stirb doch, du scheiß Biest. Danke. Alrighty. Ja, so ist gut. Ich muss nur noch das andere auch rechtzeitig hier drauf kriegen. Nee, lass mich doch in Ruhe. Danke. Ja, wir wissen, dass du aufgewärmt hast. Komm her! Hör, wieso ist denn das Ding jetzt weg? Gut, dann halt nochmal. Ich hasse es. So. Komm her. Dich nehme ich jetzt so mit. Oh wow, zwei. Scheiße. Zwei sind nervig, weil die mich irgendwann in einem unangenehmen Rhythmus angreifen. Und ich dann dauernd zurückstrecke, wenn ich den einen angreifen will. Spaten! Lass mich! Stirb! Danke. Ja. Geil. Komm schon! Danke. Der andere wäre garantiert fast wieder losgekommen jetzt. Danke. Hurra, die Tür ist auf. Wuhu. Was ist mit der hier? Ist zu. Geht nicht auf. Ach, gut. Halt hier lang. Danke. Müsste jetzt nicht sein. Uiuiuiuiui. Die Türen dieses Raums sind auch verschlossen. Ach. Ich werde mich mal umsehen. Ja, hier musste ich mit dem... Ah. Save Point. Wie konnte ich den denn nochmal... Okay. Darf ich dich bitte irgendwie aktivieren? Wo ist denn... Danke! Speichersiegel brechen. Ach so, da brauche ich Kristalle. Ah. Gut, ja, da war ja was. Ah, ich verstehe. Das hat sich das Licht aufgeleuchtet. Ich höre, ja gut, vielleicht sollte ich mir das mal ansehen. Zyklus-Sperrsystem. Ladepfeiler müssen mit voltartiger Energie Abschnitte zugänglich zu machen. Die Pfeiler stehen. Okay. Bringen die Farbpunkte im Zentrum in Einklang. Ja, okay. Passage zum Kontrollzentrum ist offen. Selben Winkel. Ja, das tut es. Ich bin ganz schön clever, was? Oh ja, Leute, du bist so schlau. Jetzt gucke ich doch bitte erst. Gut.
Ist halt so, ich möchte gerne den Weg nach rechts wieder offen haben. Ja, ich weiß, du bist nichts auf. Jetzt aber. Ich möchte erstmal gucken, was da drüben noch war. Passage zum Hangar ist offen. Okay. Danke. Nein. Eigentlich ist es ja nicht so schlimm. Haha. 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 Ach, egal. Ich halt erstmal hier gucken. Truhe! Reißzahn, aha. Eine Maschine! So, so eine Maschine. Wie viel Geld habe ich denn? Nicht viel. Ne, mehr brauche ich eigentlich auch nicht. Prüfen. Hat keinen Sinn, ich verstehe kein Wort. Wahrscheinlich mit nichts im Ausland zu tun. Na gut, da soll ich also wohl noch nicht hin. Ba, ba, ba. Verdammt, ich wollte noch den Mana-Ring benutzen. Ja. 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 Ich hasse diese Maschinen. Ja. Gut, dass ihr mir nicht viel an Schaden macht. Zack. Und zack. Und zack. Danke. Ach komm, sei nicht so aus der Puste. Oh, Speicherkristall. Cool. Natürlich wollte ich kämpfen, weil ich genau wusste, dass ich von dem einen Speicherkristall kriege. War doch alles so gewollt. Ups. Einführung Speicherkristalle, ne? Versiegelte Speicherpunkte. Nee, brauche ich nicht. Ich habe einen Speicherkristall, ich kann das Siegel brechen, fertig. Wenn Lloyd schlau genug wäre, danke. Danke. Eieiei. So. Ich möchte garantiert erstmal. Oben war das Kontrollzentrum. Dann möchte ich garantiert erstmal nach unten raus. Funktioniert so. Sehr gut. Flop. Passage zum Eingang. Möchte ich vielleicht doch erstmal ins Kontrollzentrum? Magisches Tuch. Auch schon mal gut. Hier käme ich jetzt schon raus, oder nicht? Nee, komm ich nicht. Dann geht die letzte Tür nicht auf. Ja, ich muss wohl einen anderen Weg suchen. Verdammt. Kaputt machen hilft auch nicht. Nee. Dann wohl. Ich würde gerne einfach in die andere Richtung drehen. Geht das nicht? Jetzt muss ich jedes Ding einmal anknätschen. Damit ich oben die Tür aufkriege. Das ist ja. Na ja, gut. Na komm. Achso, man kann nicht mehr als zwei von den Elektrokugeln gleichzeitig machen, also musste ich gerade warten. Dürfte jetzt also auch noch nicht gehen? Ja, genau. Wow! Hey du, was hast du hier zu suchen? Oh oh. Ja, okay. So geht's auch. That was close. And just who the hell are you? Ja, einfach in ein Büro reinplatzen. Give me your name and I shall give you mine. You certainly have guts. But I'm afraid I don't see the need to introduce myself to a miserable little creature like you. Nett. What a coincidence. Because I don't see a need to introduce myself either to a moron who doesn't realize how pathetic he is. Ja, Hauptsache mal eine große Klappe haben, ne? Why, you little... blöde Idee, Leute.
Sphere. You're Lloyd? And if I am? I see the resemblance. Alarmstufe rot. Oh mein Gott. Sir, we've received reports that the Chosen group has infiltrated the facility. Die Auserwählte ist hier. You're the Desaian that attacked Aselia. Mensch. So you're Lloyd. Now this is amusing. Boda, I'm leaving for now. Our plans will be ruined if he sees me. Würde er mich sehen? Aha. What of the Chosen? Aha. Wer denn? Understood. Mensch. Lloyd, the next time we meet, you're mine. Just you wait. Ist das eine Drohung? Lloyd, are you okay? Are you alright? Are you hurt? He looks fine. You guys all came for me? Perfect timing. I'll take care of everyone at once. Get ready. Als hätte er eine Chance. Ready for a real fight. Ich bin ready, denke ich. Au. Dann möchte ich aber auch bitte gleich die Kleinen auch mal scannen, wenn ich schon dabei bin. Ich stehe da, scheiße. Ja, ich stehe da immer noch scheiße. Vielleicht sollte ich erstmal die Kleinen umhauen. Klasse, dann kommt er von hinten und haut mir aufs Maul. Wie viel hat der noch? 300? Den habe ich gescannt, scheiß drauf. Zack. So, Nummer 1 habe ich. Es fehlt jetzt der zweite. Danke. So, Mr. Boda, wie viel hast du noch? 3400. Nicht. Lass mich in Ruhe. Au. Ja, gut. Rockbreaker. Au, oh, das tut ganz schön weh. Meine Fresse. Dann sagen wir was anderes. Scheinbar nicht. Jetzt hätte er eine Chance. Oh, ich gehe mal lieber weg. Ja, Gegner können auch Kraftschübe kriegen. Stimmt, den Angriff habe ich auch noch. Au. Oh. So, jetzt gibt's aber Zähne der Erde. Ich möchte nicht, dass du irgendwelche fiesen Sachen zauberst. Das wäre uncool. Ich sollte vielleicht Kortos mal einen TP-Trank geben. Wollte ich sagen. Bitte erstmal Genius heilen. Danke. So, Kratos darf jetzt mal ein Orangengel nehmen. Danke. Wow, das war jetzt sinnvoll. Aber okay. Sieg ist Sieg. Seine Klinge ist cool. I underestimated your abilities. Warum genau schmeißt er jetzt sein Schwert weg? Oh, hi. Auch hier. Isn't this a... Professor! Oh, Lloyd. Genius told me what happened. I apologize for the trouble he's caused you. No, I'm the one that dragged Genius into it. I'm sorry. Save the chit-chat. Eigentlich war es Lloyds Schuld, ja. You're right. I open the escape route just now. Let's go.
Wow. Sie kann einfach mal so eben schnell einen Fluchtweg öffnen und ich krieg die Tür nicht auf. Okay, sie ist Professorin, sie darf das. Nusch! Oh. Eine Frage. Das kristallene Objekt auf dieser Waffe. Ist das einer der X4s, die Genius erwähnt hat? So scheint es. Ach ja, du verwendest ja auch einen X4. Das ist dir also aufgefallen. Stell dir mal vor. Nett. Was sind denn X4s eigentlich genau? Das zu erklären dauert eine Weile. Reden wir darüber, wenn wir in Triet sind. Triet, wie auch immer. Ja, okay, Nusch, gehen wir. Ich mag Nusch. Jetzt kommt doch garantiert irgendwie noch ein Skit oder so. Oder nicht? Oder doch? Vielleicht auch nicht. Oder ein automatisches Lloyd. Was? Der Kampf vorhin. Willst du mir sagen, dass ich dir im Weg war? Du warst nicht schlecht. Offenbar hast du dich ein wenig verbessert. Bitte? Du musst mehr über dich und deinen Gegner lernen. Wenn du deine Fähigkeiten kennst, kannst du den Gegner effektiver bekämpfen. Manchmal wirst du gegen Gegner kämpfen, die dich vergiften können. Manchmal werden deine Fähigkeiten durch Magie blockiert. Den Unterschied zwischen Erkennen und Nicht-Erkennen dieser Gefahren und wie man sie vermeiden kann, ist wichtig. Ich bin zu langsam, um den Text zu lesen. Nur das Schwert hin und her zu schwingen reicht nicht. Vergiss das nicht und lerne, deine Stärke zu nutzen. Bla, Kratos. Ich hab schon zu viel geredet. Trödel nicht herum. Ja, hast du. Trainings, Kombos und Statuseffekte. Ja gut, okay. Na dann. Auf nach Triet. Mal wieder. Ich bin fix und fertig. Ich brauche eine Pause. Ja, gehen wir zum Gasthaus und reden dort. Anders ausgedrückt sind diese X4s Verstärker, die unsere schlummernden Fähigkeiten wecken. Ob ich wohl auch einen verwenden könnte? Das wäre schwierig. Ohne Schutzfassung zerstören X4s den Körper. Tja. Können wir nicht einfach eine Schutzfassung herstellen? Wie gesagt, eine Schutzfassung wird durch das Verarbeiten von Hemmerz hergestellt. In das Erz wird ein Spruch graviert, der den X4 zügelt. Das ist eine geheime Kunst, die nur den Zwergen bekannt sein soll. Ja, ich habe den Spruch, ich kann den Spruch gravieren, aber nur mein Paps könnte das Erz verarbeiten. Ist unter diesen Sachen zufällig etwas Hemmerz? Ja, sie hat so ein halbes Museum dabei. Rain, hast du das von zu Hause mitgebracht? Natürlich, das sind wertvolle Forschungsmaterialien. Dies ist eine heilige Vase aus dem Balakruf-Mausoleum. Dies ist ein Juwel mit Juwelen besetztes Schwert aus dem Tempel von Martell. Und dies hier ist eine Priesterkrone aus den Ruinen von Asgard. Das Gelberz aus dieses Gelberz aus den Himaminen. Was zum? Das ist doch alles Müll! Was sagst du da? das ist doch... Ah, das habe ich vor der Menschenfarm gefunden. Es hat eine Gravur in der Sprache der Engel. Daher habe ich es mitgenommen. Professor, das ist eine Schutzfassung. Die Gravur ist schon ziemlich abgenutzt. So kann man sie nicht verwenden. Tja. Das bringe ich in Ordnung. Keine Sorge, Professor Rain. Morgen können Sie Ihren X4 anlegen. Wirklich? Danke, Lloyd. Tut mir leid, dass du diese Arbeit machen musst. Aber ich weiß es wirklich zu schätzen. Ja, vielleicht mal ein Jahr Hausaufgaben frei? Zwinker, zwinker. Okay, fertig. Jetzt bringe ich Sie, Professor Rain. Wenn du fertig bist, solltest du zusehen, dass du ein bisschen Schlaf kriegst. Ich weiß. Wow. Kratos macht sich Sorgen um meinen Schlaf? Nee, nimm doch... Ja, danke. Colettes Zimmer, da möchte ich bitte reingehen. Na? Are you asleep? Das ist die blödeste Frage, die man stellen kann. Ganz ehrlich. I'm sorry that father, grandmother and I
couldn't prevent your exile. You dork. It's not your fault, so you don't need to worry about it. And besides, I'm the reason why the village was devastated. Ja, hast recht. For Marble's sake, and for the sake of the villagers that were killed, I'm going to do my best to regenerate the world. I'm sorry I woke you. No, it's okay. Thanks. Good night. I'm gonna do my best for you too, Lloyd. Konnte sie natürlich nicht sagen, wer der noch dabei ist. Das kann man ja nicht machen. Na komm, dann gehen wir die beiden noch besuchen. Professor, you're still awake. Yes, I've been organizing the data we've collected about monsters. And what are you doing up at this hour? Ah, okay. I was fixing your key crest. Thank you, but you mustn't overexert yourself. It's going to be a long journey after all. I don't mind if it takes a while to fix. So, are you saying that it's okay for Genus and me to come along on this journey? Wasn't that your intent from the beginning? Stop pretending. Oh yeah, I fixed the key crest, so here, take it. Take it. You fixed it already? Thank you, Lloyd. So this is an X-Sphere. Ask Genus to show you how to use it. Ich hab Genus in die Sachen. Achso, ja gut. Nur bla bla. Bereust du es? Ich weiß es nicht. Zu jener Zeit konnte ich das Leid von meinen Augen einfach nicht ignorieren. Was du getan hast, war zwar moralisch richtig, aber gegen das Gesetz. Du kannst nicht ändern, was geschehen ist. Aber du kannst ändern, was geschehen wird. Dich selbst ändern. Und die Welt um dich herum. Tiefgründig. Ja, ich glaube, sie haben recht. Schlafnase, steh auf! Ziemlich beeindruckendes Schnarchen. Komm schon. Ja, das passt zu Lloyd. Dumme Jungs. Es ist so schön. Ich gehe dann mal. Gute Nacht, Professor. Danke, Leute. Schlaf gut. Dumme Jungs. Das ist also ein X-Pier. Wundervoll. Sie kann einem manchmal ein bisschen Angst machen. Wo geht er um diese Zeit noch hin? Ich folge ihm mal. Ich sollte ihm folgen. Dieses wunderhübsche Steckbriefbild. Wow. Lloyd. I'm sorry to have startled you. Startled isn't the word for it. Schön. You'd best not stand behind me. I won't. Recht hat er. Do you like animals? No, not particularly. Well, Noah seems to be quite comfortable with you. He usually doesn't like strangers. I once had a pet, long ago. Really? Lloyd. What? What are you staring at me like that for? Your swordsmanship is unrefined. You should focus a little more on eliminating your vulnerabilities. If you care about your life. Dieser Zusatz noch. Just because he's a little better than me, he has to talk like he knows everything. Ein bisschen? Well, a lot better than me. Damn! Schön. So. Tag. Plötzlich. Suddenly daylight. Zeug. Bin ich jetzt eigentlich schon geheilt, oder? Ja, wenigstens etwas. Speichern! Ich
Ich könnte mal schauen, ob ich jetzt irgendwie was verbessern kann oder so. Hat da jemand verschlafen? Wir können endlich gehen und das Siegel brechen. Ja, ich werde mein Bestes geben. Das Siegel, von dem Ramiel gesprochen hat, befindet sich in den Ruinen von Triet, südwestlich von hier. Cool, sehen wir uns das mal an. Wie lange deine Begeisterung wohl anhält? Lange, jawohl, du wirst schon sehen. Nein. Oh, mir fällt gerade ein, ich möchte dir gerne das hier geben. Monsteralbum? Ja, Monsterliste, sehr gut. Zum Schutz der Auserwählten ist es wichtig, Informationen über unsere Feinde zu sammeln. Ich soll das tun? Ich werde dir helfen. Tu einfach als seines Hausaufgaben. Ah. Wir sollten aufbrechen. Yay! Ein Gruppen-Kara mehr. Wuhu! So, was? Karawanserei. Meine Fresse. Ein paar Apfelgele. Ja, allzu viele sollte ich aber auch nicht mitnehmen. In Wasser des Lebens packe ich noch ein. Drei magische Augen. Das sollte gehen. So. Habe ich einen Pelz? Ja, ich habe einen Pelz, ne? Hey, wir haben einen Pelz mitgebracht. Oh, danke, mein Kind. Okay, ich gebe dir das. Weichleder. Ich bin ein Anpassungsschmied. Ich fertige einen neuen Harnisch aus dem Weichleder, das ich dir eben gegeben habe. Und dem Pelz, den du mitgebracht hast. Ja. Sieht doch gut aus. Hartleder. Du gibst mir das? Ich muss dafür nichts bezahlen? Keine Sorge, ich möchte es nur anpassen. Auch wenn du stärkere Waffen und Harnische kaufst. Es gibt überall auf der Welt Leute wie mich, die leidenschaftlich Ausrüstungen anpassen. Und es gibt meine Trophäe. Wirf diese alten Waffen also nicht weg. Gib uns Anpassungsschmieden etwas zu tun. Abhängig davon, wer anpasst, wird das Ergebnis unterschiedlich sein. Du solltest also gut überlegen, bevor du anpassen lässt. Okay, verstanden. Ich danke dir. Keine Ursache. Yay! Hartleder. Ausrüsten. Danke. Habe ich sonst irgendwie noch was? Oh ja, ein Gewand für Genus. Und eine Baskenmütze. Moment, die kann doch Lloyd auch nehmen, oder? Ja, komm, geben wir sie ihm. Der kann es eher gebrauchen. Und einen Giftblocker habe ich auch schon. Sehr gut. Aber sonst habe ich, glaube ich... Ne, habe ich nichts Besseres. Na gut. So, Kleiner. Wüstenwind. Verkauft mir Waffen. Ja. Ritterklinge. Nehmen wir den bunten Stern mit. Mehr Geld habe ich gerade leider nicht. Und vielleicht hätte ich vorher noch Zeug. Obwohl, den Zeug eingekauft habe ich ja. Wüstenball. Achso, das ist für die Verteidigung. Vielleicht hätte ich mir da was kaufen sollen. Ach, scheiß drauf. Ihr seid unwichtig. Wenn man von der Auserwählten absieht, wirkt unsere Gruppe nicht so, als sei sie auf der Reise zur Welterneuerung. Sie vertrauen Lloyd und Genus immer noch nicht? Sie sind viel zu jung, um das Schicksal der Welt zu tragen. Ich habe Bedenken, dass sie mit dieser Reise überfordert sind. Ich mag eine Elfe sein, aber ich bin auch bloß eine Lehrerin aus unserem Dorf. Und sie sind Söldner. Und für das... ich lese zu langsam. Ich denke, wir sind auch nicht eben geeignet, die Welt zu retten. Meinen Sie nicht? Allerdings. Ja, naja, der Söldner noch am ehesten, würde ich behaupten. Aber Kratos ist auch eine coole Sau. Aber was soll's. Speichern! So. Ich würde aber sagen, die Ruinen von Triet im Südwesten werden wir uns dann im nächsten Part anschauen. Also, bis denne dann und see ya!